schöne große Dreizimmerwohnung, Berlin-Friedrichshain, Bezug nach Vollsanierung, Wohnung mit Laminat ausgestattet, schöner großer Dielenbereich. Ganz am Ende der Diele befindet sich die Garderobe. 2 Zimmer, Nordseite, ruhig zum Innenhof, also zum Schlafen, absolute Ruhe. Sehen, die Fenster sind offen, Blick ins Zimmer, das ist sozusagen Schlafzimmer Nummer 1. Wir haben auch ein bisschen Sonne heute, mal sehen, wie lange sie noch hält. Blick in den ruhigen Innenhof. Mehr Sonne nicht mehr richtig, aber ruhiger Innenhof, Nordseite. Blick ins Zimmer, vom Fenster aus gesehen, super schön ruhig. Und jetzt gehen wir durch die Diele durch, ins Wohnzimmer als Durchgangszimmer, da haben wir doch noch ein bisschen Sonne. Sehr schön großes Wohnzimmer. Durchgangszimmer deshalb, weil links sehen Sie die Tür, da ist die Einbauküche drin. Haben hier eine schöne Einbauküche, dann haben wir den Gasherd, die Spüle, da kommt die Waschmaschine hin und der Geschirrspüler. Oberschränke haben wir natürlich auch noch. Dann haben wir hier einen Blick auf den Südbalkon. Wie gesagt, Sonne ist nicht gerade so wahr heute, aber man kann das erahnen. Wenn sie scheint, dass es dann gut ist. Da haben wir mal einen Blick auf die Spüle und den Gasherd. Da kommt die Waschmaschine hin. Blick ins Wohnzimmer von der Küche aus gesehen. Bisschen Sonne haben wir noch. Wie gesagt, das ist der Südbalkon. Einen schönen Ausblick haben wir. Sonne scheint da oben noch ein bisschen. Heißt im Winter, wenn die Sonne niedrig steht, haben Sie trotzdem noch Sonne, weil gegenüber halt nur ein kleines Haus steht, das gesagt im Kindergarten. So, jetzt haben wir hier nochmal Sonne bisschen, Blick ins Zimmer, vom Fenster aus gesehen. Jetzt gehen wir zurück wieder, dann wäre da die Wohnküche und Einbauküche gewesen. Jetzt gehen wir ins zweite Schlafzimmer. Das zweite Schlafzimmer ist etwas größer als Nummer 1, aber sehr schön geschnittene 3-Zimmer-Wohnung, Berlin-Friedrichshain, hier Ringbahn, S-Bahn, Ringbahn-Sender zur S-Bahn, 5 Minuten nicht mal, ruhigen Innenhof, Blick ins Zimmer. Vom Fenster aus. So, und da fehlt das Wichtigste noch. Wir haben ein innenliegendes Wannbad. Innenliegendes Wannbad. Gleich mit Spiegel, kleine Schränkchen haben wir hier auch noch links. Da haben wir natürlich einen Handtuchheizkörper, die heute normal überall. Die Diele nochmal. Da wäre das Garderobenbereich, schönes großes. Und dann sind wir durch die Dreizimmerwohnung schon wieder durch, Richtung Treppenhaus. Danke fürs Zuschauen, euch einen schönen Nachmittag und einen schönen Abend. Danke.